So, jetzt geht der rein. Jetzt ist er auch noch am Telefon, ist abgelenkt, ist auch nicht schlecht. Ich würde sagen, wir machen es einfach mal. Hallo, hier ist Marcel. Ich bin ein bisschen zu spät, bin der Promotion-Moderator für heute. Ich leg schon mal los, ne? Ach ja, von der Agentur der Kameramann, der ist schon da. Hallo und recht herzlich willkommen hier und heute bei O2. Wie schmeckt's? Und hier schmeckt's noch besser. Bei O2, wir haben tolle Angebote für Sie vorbereitet, teilweise exklusiv. Und hier steht, wir beraten Sie gerne. Das ist nicht nur ein Spruch, nein, hier ist der Name, Programm. Also, kommt hier rein bei uns, bei O2. Hier seid ihr richtig. Wie läuft's bei Ihnen mit dem Mobilfunkvertrag? O2? Läuft alles! Die Leute sind bei O2, so muss es doch sein, so macht es Spaß. Herzlich willkommen hier in Herne, der Nummer 1, O2! Das ist doch was! Also, O2? O2-Gespräch? Ja. Ja? Ja! Wieder ein O2-Gespräch! Ich habe das Gefühl, die Konkurrenz. Telekom, Vodafone, ha, das ist doch nichts! Hier sind wir bei der Nummer 1, O2. Nicht nur in Herne, nicht nur im Ruhrgebiet, sondern auf der ganzen Welt wär's gewesen. Es wäre die Welt gewesen. Schade, schade, schade. Aber ha, Leute, kurze Pause und dann geht das Programm gleich weiter. So, zum Warmwerden. Promotion, Leute. Weißt du, was da kommt? Promotion. Für heute. Promotion. Ja, von der Agentur Düsseldorf. Ja, warte mal, ich muss mir hier heute eine Promotion für heute. Weißt du was davon? Weil ich bin ja nicht im Verteiler drin, deshalb. Du weißt noch gar nichts davon? Gut, weiß ich Bescheid. Ist aber schlecht organisiert. Dein Name? Marcel. Marcel ist hier. Von einem Bauschen Promotion. Genau. O2. Genau. Wie war ich gerade? Gut, ne? Wer hat dich geschickt? Die Agentur aus Düsseldorf. Die Agentur aus Düsseldorf. Wie heißt die nochmal? Aber das müsst ihr doch Bescheid wissen. Ja, müssen wir eigentlich Bescheid wissen. Gut, ich kläre das mal ab, ich guck mal. Ja. Ja, wenn ihr da auch nicht Bescheid wisst und so, das finde ich ein bisschen unorganisiert. Da bin ich anderes gewohnt. Aber trotzdem, ne?